Mit Hilfe von Hashtags werden auf Social Media Plattformen wie Facebook, Snapchat, was gibt's da noch, Instagram, Twitter, authentische Einblicke in den beruflichen Alltag von Mitarbeitern gewährt. Gleichzeitig findet eine für Social Media Kanäle typische Interaktion mit den Followern statt. Die Mitarbeiter, angefangen vom Lehrling bis zum Berater, verfassen eigene Beiträge über ihre Arbeit. Flankiert werden die Karriere-Webseiten und der Karriere-Blog mit verschiedenen Image-Videos, die auch auf einem eigenen YouTube-Channel veröffentlicht werden. Das ist ein rundum gelungenes Beispiel für Employer Branding der Airline Lufthansa, die sich mit ihrer Kampagne We Are Lufthansa auf verschiedenen Kanälen als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Und schon sind wir mitten im Thema von Employer Branding, was das ist und was es bringt. Gut, schauen wir uns das Ganze an. Ich bin immer noch Martin Hagen und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Was ist Employer Branding? Darüber wollen wir heute sprechen und du wirst zahlreiche Beispiele an die Hand bekommen, die dich schnell und einfach in deinem eigenen Unternehmen umsetzen lassen. Wir wissen, talentierte, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind das, was sich jedes Unternehmen wünscht. Doch wie du weißt, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Wir müssen alle darum kämpfen. Das bedeutet, dass du dich als Personaler richtig anstrengen musst, um diese Spezies zu finden und letztendlich mit einem Job an deinem Unternehmen zu binden. Wir befinden uns natürlich in einem War of Talents, wie es so schön immer heißt. Und hier entscheidet oftmals das Employer Branding, ob sich jemand für dich entscheidet oder gegen dich. Dazu gehört natürlich alles, was ein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber macht, also nicht nur die Bezahlung. Der wesentliche Unterschied zum simplen Marketing besteht darin, dass Employer Branding das Profil des Unternehmens schärft. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Ziele und auch zwei Zielgruppen, die entscheidend für den langfristigen Erfolg des Unternehmens sind. Da haben wir mal auf der einen Seite die Mitarbeitergewinnung. Zielgruppe sind hier natürlich Bewerber und neue Talente. Und auf der anderen Seite ist es die Mitarbeiterbindung. Die Zielgruppe sind die aktiven Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen sind. Also ich brauche immer beides. Ansonsten gewinne ich zwar immer wieder Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite verliere ich sie wieder. Das ist natürlich auch nicht sehr, sehr günstig. Doch keine Sorge, das Employer Branding musst du nicht neu erfinden. Also es gibt schon sehr vieles. Ich habe hier ein paar Dinge für dich zusammengetragen. Werfen wir stattdessen mal einen Blick auf die großen Unternehmen. Von denen können wir immer sehr viel abschauen. Und du kannst das natürlich dann auch in dein Employer Branding umsetzen. Nehmen wir als Beispiel Microsoft, der Softwarekonzern. Der lockt in seine neue Zentrale in München mit noch flexiblen Arbeitszeitmodellen und einem neuen Raumkonzept. Feste Arbeitsplätze gibt es dort nicht mehr. Die haben Wechselarbeitsplätze. Du kannst hinsetzen, wo du möchtest, steckst den Chip praktisch hin und kannst entsprechend da arbeiten, wo gerade was frei ist. Stattdessen gibt es Schließ- und Regalfächer. Da kannst du alles verstauen. Vor allem mit den flexiblen Arbeitszeitmodellen, die auch im Homeoffice ausgeübt werden können, trifft Microsoft natürlich den Nerv der jungen Generation, da sie sich nach lockeren Arbeitsbedingungen sehnen. Ein weiteres Beispiel für ein sehr gutes Employer Branding, wie könnte es anders sein? Natürlich Google. Ihr müsst natürlich mal auf Google vorbeischauen, wie die das Ganze aufbauen. Die präsentieren das wunderbar mit Videos, Testimonials, mit Karrierewebseite, mit Anleitungen, wie eine Bewerbung bei Google funktioniert, wie der ganze Rekrutierungsprozess abläuft. Da gibt es nur eine Möglichkeit, sich zu bewerben. Da kann man nicht per Post was hinschicken oder auf irgendeine E-Mail-Adresse. Jede Bewerbung durchläuft denselben Rekrutierungsprozess. Und die machen das wirklich, wirklich beeindruckend. Beschäftige dich mal damit und guck einfach mal, was du von dem Ganzen übernehmen sollst, weil ich merke es bei uns immer wieder,
Auch wir sind natürlich nicht aufgestellt wie Google. Bei uns gibt es auch mehrere Möglichkeiten, sich zu bewerben. Die einen rufen an, die anderen schicken das per Mail, die anderen kommen noch per Post, die anderen kommen zur Tür rein, die andere über die Homepage, und das Ganze in einen Kanal reinzubringen, irgendwo auf dieselbe Plattform, weil am Schluss haben wir auch unsere Software, wo wir das Ganze elektronisch verarbeiten. Das zusammenzutragen, kostet natürlich enorm viel Zeit. Und Google macht das wirklich sensationell. Die sagen, hier, da müsst ihr euch bewerben. Wenn ihr das nicht schafft, könnt ihr euch bei uns nicht bewerben. Schaut euch das Ganze mal an und was du davon übernehmen kannst oder auch willst. Richtig spannend. Jetzt, was kannst du tun, um durch Employer Branding deine Mitarbeiter zufriedenzustellen bzw. die Bewerber auch zu begeistern? Ich habe jetzt hier einige Beispiele zusammengestellt, die nicht nur für Google funktionieren oder für Microsoft oder wie die alle auch heißen, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und da können wir jetzt mal reingehen. Erster Punkt: leicht umzusetzen ist eine ordentliche Karriereseite. Das kann man für wenig Geld machen. In deren Fokus werden natürlich die Stellenangebote reingestellt mit dem jeweiligen Bewerbungsformular. Diese werden flankiert von irgendwelchen Informationen zum Unternehmen und zu Mitarbeitern. Du kannst natürlich auch selber Videos erstellen, wo eine konkrete Stelle beschrieben wird. Da kannst du mit dem Handy, also mit jedem Smartphone, kann man mittlerweile schon irgendwie ein Selfie-Video machen, wo du reinsprichst und die Stelle beschreibst, wie das bei dir ist zum Arbeiten, was du bietest den Kandidaten. Das hat ganz eine andere Wirkung, als wenn du das nur auf eine PDF klatscht und das im Internet irgendwo hochlädst. Das kommt viel sympathischer, wenn du natürlich dann Social-Media-Kanäle bedienst. Dann kannst du dort die Videos ganz, ganz einfach hochladen. Du brauchst nicht immer ein hochprofessionelles Studio. Kommt sogar viel, viel authentischer rüber, wenn du es ganz einfach mit dem Handy machst, zum Beispiel. Natürlich eignen sich die ganzen Lehrlinge gut dazu, die sich natürlich mit der neuen Technik sehr gut auskennen, und die können natürlich zum Beispiel vom Berufsalltag ein paar Sätze sagen, dass du dann auf die Homepage natürlich stellst. Das kannst du schon mal ganz einfach umstellen. Also erster Punkt: eine eigene Karriereseite gehört auf jede Homepage, zu jedem Unternehmen, sei es nur für 1 bis 2 Einstellungen im Jahr. Kommuniziere auf dem Kanal, auf deiner Unternehmenswebseite und in den sozialen Netzwerken die Vorteile von denen, die in eurem Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter profitieren. Beispiele könnten natürlich sein: kostenlose Parkplätze. Egal was es ist, mach dir mal Gedanken, was bietet dein Unternehmen. Es gibt Themen, weil sie vielleicht bei dir schon ewig Zeiten als normal empfunden werden, wie zum Beispiel gratis Kaffee oder wie auch immer. Das ist vielleicht bei deinem Unternehmen ganz normal, aber in vielen anderen Unternehmen müssen sie Münze, Geld einwerfen im Automat und bekommen irgendeinen billigen Automatenkaffee. Also sowas kann man natürlich zur Verfügung stellen, dass man sagt, ich biete meinen Mitarbeitern gratis Kaffee, gratis Limonade, gratis Wasser, gratis Obst, wie auch immer. Bei uns bekommen die Mitarbeiter jede Woche gratis Obst. Da kommt ein Lieferant, der bringt eine Kiste mit frischem Obst und da kann jeder frei entnehmen. Wenn du gratis Parkplätze hast, dann ist das ein Riesenvorteil. Nicht jedes Unternehmen hat gratis Parkplätze. Vor allem nicht in den Städten. Also wirklich das nach außen kommunizieren, was für dich zwar selbstverständlich ist, aber für die draußen ist es nicht selbstverständlich. Du musst deine Benefits entsprechend auch nach außen kommunizieren. Was gibt es noch? Wir haben da eine betriebliche Altersvorsorge, Vergünstigungen beim Einkaufen, Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder im Schwimmbad etc. Hier kannst du natürlich auftrumpfen, wie du möchtest. Einfach zeigen, was du hast. Der dritte Punkt ist: motivierte Bewerber und Mitarbeiter, die dein Unternehmen auf Plattformen bewerten. Also es gibt Bewertungsportale, ganz viele. Es gibt Xing, es gibt
Kununu, es gibt Glassdoor, wie auch immer. Ich habe mich mit allem schon befasst, aber das Wichtigste ist und bleibt Google. Google ist das Wichtigste, die Leute suchen nach im Google. Wenn du viele gute Bewertungen auf Google hast, wirst du leichter gefunden bei den Suchbegriffen, weil wenn du viele Rezensionen hast, dann wirst du automatisch für Google interessant und höher gerankt wie alle anderen. An zweiter Stelle kommt noch Facebook. Kununu kann man darüber streiten, macht teilweise Sinn, sich als Arbeitgeber zu präsentieren, kostet aber für ein kleines, mittleres Unternehmen einfach zu viel Geld. Ich glaube mal an die 400 Euro im Monat bezahlt man, dass man diese Karriereseite betreiben kann auf Kununu. Und das muss natürlich jemand auch, das muss einem auch wert sein, so viel Geld zu investieren. Also wirklich, Google forcieren wir unglaublich, wir treiben die Leute dazu, uns auf Google zu bewerten, weil das wirklich so wichtig ist. Das kannst du natürlich selber lenken und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass hier die Bekanntheit von deinem Unternehmen einfach nach oben kommt. Also wenn du es als Personaler noch schaffst, dass dein Gespräch wertschätzend geführt wird mit den Bewerbern, dann kannst du nur noch ein Profi in Sachen Employer Branding werden, weil dann wird es dir gelingen, dass die Bewerber nach dem Gespräch nach draußen gehen und sagen, wow, was für ein tolles Gespräch, hier will ich anfangen. Das soll jeder Bewerber sagen, dass er nach dem Gespräch mit dir unbedingt hier arbeiten will. Daher empfehle ich dir, schau dich um, was andere Unternehmen so machen in Sachen Employer Branding. Es gibt tausende Möglichkeiten, sich zu etablieren. Entwerfe natürlich für dich ein eigenes Unternehmenskonzept, was die Strategie betrifft. Ein Riesentipp von mir, als kleines, mittleres Unternehmen geht es nicht darum, alles zu bedienen. Also du wirst immer wieder mal hören, man muss auf Insta sein, man muss auf Facebook sein, auf LinkedIn, Twitter, keine Ahnung. Konzentrier dich auf ein bis zwei Kanäle, sei vielleicht auf Facebook oder Insta, aber niemals beides. Es nützt nichts, wenn du Kanäle aktivierst und dann sind sie tot. Du bringst keine Postings, du bringst keine Beiträge, keine News etc. Dann schadet das Ganze dir mehr, als es dir bringt. Also wenn du Facebook aktivierst, sollst du auch wissen, was du damit machst. Also du sollst es auch regelmäßig nutzen und auch einsetzen. Ansonsten deaktivieren, Konto löschen. Es macht wirklich nichts Gutes mit deinem Unternehmen, wenn du einen toten Kanal hast. Also konzentriere dich auf wenige Dinge, die dafür richtig. Dann kommt dein Employer Branding ganz nach oben und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen aus dieser Episode. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, abonnieren, kommentieren und an mindestens einen Freund oder eine Freundin weiterleiten, die auch im Personalwesen unterwegs ist. Tschüss miteinander.